Hallo Lena hier. Ja, ich war wieder bei Rossmann und habe diese Tüte gekauft. Also ja, die Tüte tatsächlich auch, aber auch den Inhalt. Ich wundere mich, dass es so schwer ist. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, was alles drin ist. Deswegen, ja, ich dachte, wir packen das zusammen aus. Ich habe ein paar Metallsachen gekauft. Ich gehe davon aus, dass es ja deswegen halt ein bisschen schwer ist. Von daher, ja, und zwar habe ich tatsächlich ein faltbares Edelstahlsieb gekauft. Da freue ich mich wirklich drauf. 12,99 € ist im Moment praktisch im Angebot. Praktisch da direkt, wenn man reinkommt. Also so in meinem Laden auf jeden Fall. Ja, ist ja jetzt nicht super billig, aber ich brauche wirklich sowas. Ich habe wirklich nur so einen kleinen Sieb für Spaghetti und alles Mögliche. Und eigentlich viel zu klein. Und jetzt habe ich wirklich was Größeres und man kann es zusammenfaltern. Also ja, wunderbar. Normalerweise jetzt halt so während der Corona-Zeit geht man schnell rein und so, ne? Aber ne, gestern hatte ich echt Lust, so ein bisschen so, ja, einfach in aller Ruhe da gucken, ne, was sie da so alles haben. Und ich habe tatsächlich einen Einmachtrichter geholt. Ich mache oft Marmelade und das ist ja echt eine Schweinerei, auf Deutsch gesagt, ne, weil man das praktisch rüberschüttet in die Gläser. Von daher, ne, gibt es jetzt einen Trichter, endlich. Ja, und ich finde, Rossmann hat wirklich alles. Je nach Laden, aber da, wo ich hinfahre, ist das ein ziemlich großer Laden und die haben wirklich viel. Ne? Und ich brauche unbedingt Nähgarn. Eigentlich brauche ich nur ja, so grau, grau-blau, ne? Wenn ich Jeans so ein bisschen flicke und so. Ne? Ja, das gibt es Leute, die überhaupt noch flicken, aber ich tue das tatsächlich. Ne? Also wir sind da sparsam. Ne? Das kann man dann praktisch von innen machen und dann sieht man das kaum. Ne? Aber es muss dann schon dieselbe Farbe sein wie die Jeans. Und dann passt das. Ja, und die anderen Farben kann man auch immer gut gebrauchen. Finde ich wirklich super. Wie viele Farben sind das? 16. Dann habe ich ein Sportwaschmittel geholt. Ja, das hole ich immer wieder. Habe ich für Sportkleidung und so. Ne? Ich finde, das riecht wirklich frisch und ja, ist also entfernt. Gerüche steht hier. Ne? Also ja, finde ich wirklich gut. Und ich bin ja meistens beim Netto-Marken-Discount halt. Ne? Aber die haben praktisch nur das Nötigste und sowas haben sie da nicht. Von daher, das hole ich bei Rossmann. Und dann hole ich eigentlich immer eine Flasche hiervon. Das ist Reissirup. Das ist, finde ich, super. Also ja, das ist praktisch Zuckerersatz, wenn man so will. Und das Gute damit ist, dass es fruktosearm ist. Also ich bin so ein bisschen fruktoseempfindlich und hier ist also wenig Fruktose. Denn zum Beispiel Agavensaft, sagt man, glaube ich, ne? Oder Agavensirup, keine Ahnung. Das vertrage ich nicht so gut, weil da sehr viel Fruktose drin ist. Aber Reissirup, das ist wirklich gut. Das ist sehr mild und hat wenig Süßkraft, muss man sagen, aber man gewöhnt sich daran. Also ich finde, das ist wirklich super. Glutenfreie Brötchen, die sind wirklich super lecker und ich vertrage sie wirklich sehr gut. Laktosefrei auch und ich meine, das kostet so um die, ja, ist das zwei, nee, ich meine nicht ganz 2 €. Von daher weniger, etwas weniger als 1 € pro Brötchen, das sind 2 Brötchen. Also das hole ich mir auch meistens, wenigstens eine Packung, ist immer ganz nett zu haben. Dann wollte ich unbedingt eine Zahncreme von Alterra ausprobieren. Ökotest sehr gut, ist ja wunderbar. Ich habe eben aber gesehen, dass da Fluorid drin ist. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich versuche das tatsächlich zu meiden. Ich weiß, da scheitern sich die Geister, weil viele finden, das ist eine Selbstverständlichkeit, Fluorid in der Zahnpasta zu haben. Aber ich habe Reizdarm und man sagt, dass das schlimmer machen kann praktisch, ne? Von daher, aber gut, ne? Ich werde das wohl trotzdem verwenden. Ja, ne? Ich möchte immer, dass die Zähne weiß werden, ne? Und ich bin gespannt. Also ich habe da wenig Hoffnung, muss ich sagen. Aber ich habe ja ein super Gerät, eine ganz tolle Zahnbürste jetzt, die wirklich wirklich weiße Zähne macht. Von daher habe ich ein Video darüber gemacht, kann ich unten verlinken. Von daher bin ich jetzt nicht so abhängig von einer super Zahnpasta, ne? Von daher, ja, ich hoffe, die ist okay. Dann habe ich hier gepuffter Amaranth, finde ich sehr, sehr lecker. Also und ist auch sehr gesund, glutenfrei und viel Eiweiß ist drin. Und ja, esse ich im Grunde jeden Tag. Ne? So als Müsli ist wirklich sehr, sehr lecker. Was ich ziemlich neu entdeckt habe im Gesundheitsregal bei Rossmann, ist diese Wurst. Ja, sehr, sehr lecker. Das ist also keine richtige, echte praktisch, ne? Sondern mit Fleischersatz, also mit Seitan.
also Weizeneiweiß ist das, ne? Und ja, die kosten, also jede Wurst kostet 1 Euro. Ich finde, das geht, ne? Und ich habe das dann halt als Snack, das nennt sich auch Veggie-Snack. Und ja, wenn ich halt so ein bisschen Appetit habe, weil ich bin ja so ein Chips-Junkie, ne? Und das muss ich sagen, das ist so ähnlich irgendwie. Ich brauche sowas Deftiges, Würziges irgendwie, ne? Und so ein bisschen sättigend. Ja, und dann habe ich halt statt Chips sowas. Ich hoffe und denke, dass es etwas gesünder ist, ne? Und ja, also finde ich super lecker. Und zwar habe ich auch hier Beauty Berries geholt von Alta Pharma. Das ist ja, ja die Marke, Hausmarke, glaube ich, bei Rossmann. Und ja, genau, Rossmann steht hier auch, ne, auf dem Etikett. Und da ist Kollagen drin und H-Vitamin Biotin. Aber eigentlich habe ich das nicht deswegen geholt, weil hier, wenn man hinten schaut, ist auch Zink drin. Und ich habe mich jetzt so in der letzten Zeit ein bisschen mit Vitaminen beschäftigt. Und ich habe das bis jetzt total vernachlässigt. Und viele sagen ja auch, wir brauchen überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel. Und ich weiß es nicht. Also viele sagen ja, Hauptsache man ernährt sich irgendwie gesund und ausgewogen und so. Ne? Aber jetzt, gerade in der Corona-Zeit, muss ich sagen, habe ich einfach darauf, oder achte ich darauf, dass man halt verschiedene Vitamine zu sich nimmt, und zwar Vitamin C. Aber das versuche ich natürlich zu machen. Da kann man wirklich zum Beispiel rote Paprika essen, Rucola, hat auch sehr viel Vitamin D, C meine ich, und Vitamin D. Das ist halt schwierig. Ne? Klar, im Sommer jetzt, ne, dann hat man halt viel Sonne, aber das, also jetzt im Frühjahr habe ich darauf geachtet, dass ich Vitamin D zu mir genommen habe. Und Zink ist auch gut für das Immunsystem. Und das Problem ist, dass ich keine Tabletten schlucken kann. Das ist echt ein großes Problem. Also es geht einfach nicht. Ne? Ich kriege die nicht runter. Und deswegen muss ich dann halt gucken. Ich kenne wirklich den Regal jetzt wirklich auswendig bei Rossmann, ne? Und dachte ich zumindest, ne? Ich habe dann gesehen, ne, wir haben einfach nichts mit Zink, was man kauen kann oder lutschen kann. Aber dann habe ich das hier tatsächlich gestern gesehen. Die machen ja keine Werbung mit Zink da praktisch drin. Ne? Wie gesagt, das ist Biotin und Folsäure, B2 ist drin, Niacin und ja, tatsächlich Vitamin C jetzt auch. Ne? Kupfer und Zink. Das ist jetzt zwar nur 30% vom Tagesbedarf, aber ich habe jetzt recherchiert, auch Kürbiskerne enthalten sehr viel Zink, Haferflocken auch zum Beispiel, Mandeln auch so ein bisschen und viel im Fleisch und Käse, aber weil ich eben wenig Fleisch und Käse esse, ne, möchte ich halt versorgt sein und deswegen bin ich gespannt. Das sind so kleine, wie nennen sie sich, Gums, also ich schätze mal so Gummibärchen oder so, gucken wir mal. Das ist jetzt ein Live-Test, wenn ich das aufkriege. So, oh, sie sind ja ganz nett. Riechen auch wirklich nach, wirklich so, ja, wie Gummibärchen, ne? Ist ja nett. Leider nicht so billig. Also tatsächlich 10 Euro. Und es sind 60 Stück drin, man soll zweimal am Tag. Gestern also, ja, im Grunde reicht das einen Monat, ne? Aber, ja, wollte ich mal probieren und Kollagen und Biotin ist ja auch nicht verkehrt, ne? Kollagen habe ich zum Beispiel auch bis jetzt nie eingenommen. Viele schwören ja da drauf, ne? Und wie viel ist da? Kollagenhydrolysat 0,36 Gramm. Da gibt es keinen empfohlenen Tagesbedarf oder sowas. Schmeckt auf jeden Fall gut, wie Süßigkeiten. Ja, das war ein kleiner Haul. Ja, und wenn wir sowieso dabei sind, ein bisschen zu plaudern, dachte ich, teile ich was mit euch. Und zwar habe ich neulich im Internet bei Bunte, war das bei der Zeitschrift Bunte, ein Artikel gelesen. Und ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Das war irgendwie unglaublich. Da stand, ja, Frauen ab 53 sind zu alt für Jeans. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, was ist das, ne? Und das ist anscheinend tatsächlich eine Studie von, ich gehe mal rein, und zwar hat wohl ein britisches Forscherteam das festgestellt und das wurde finanziert, also diese Studie von einem Transportunternehmen, das hieß oder heißt Collect Plus wohl. Und ja, es ist einfach unglaublich. Ja, aber sie meinen halt, dass ab diesem Alter oder ja, ältere Frauen brauchen zu viel Zeit. Und durchschnittlich brauchen ältere Frauen
5 Tage, um die richtige Jeanshose zu finden. Und das kann zu Verzweiflung führen und so weiter. Und deswegen sollte man ab 53 keine Jeans mehr kaufen. Also ich dachte, was ist das für ein Blödsinn? Aber also gut, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe auch Probleme, Jeans zu finden oder Hosen überhaupt, finde ich, ne? Also ich habe wirklich Bauch-Bein-Po-Probleme oder das sind meine Problemzonen. Und sagen wir mal, das ist wirklich durchschnittlich. Ich würde sagen, also ich gehe nicht gerne Hosen anprobieren. Also sagen wir mal, ich kann 10 Hosen anprobieren und keine passt. Das ist nichts Ungewöhnliches, ne? Klar wird man dann frustriert, aber es hat ja nichts mit dem Alter zu tun, oder? Gerade ab 53 oder mit 53 fängt es an. Nee, komm. Also ich habe das Problem, glaube ich, seit mindestens 10 Jahren oder ich glaube gefühlt mein ganzes Leben. Ne? Was hat das mit dem Alter zu tun? Also, naja, also das fand ich, ja, wie gesagt, ich verlinke das unten in die Infobox. Also ja, unglaublich. Ne? Das sieht man, also Studien können gut sein, sind meistens auch gut, wenn es zum Beispiel um Medizin geht und so weiter. Ne? Aber das hier, was für ein Quatsch. Also, naja. Irgendwie entwickelt sich das zu einem Vlog tatsächlich. Ich hatte einfach Lust, so ein bisschen weiter zu quatschen. Ich gehe jetzt eine Runde mit dem Hund und ich dachte, das ist tatsächlich eine ziemlich lange Runde, so 7, 8 Kilometer, je nachdem, wie es sich ergibt. Und wie das Wetter bleibt, das ist auch so eine Sache, ne? Ist etwas unbeständig im Moment. Aber wir brauchen ja Regen, also ich mag das Wetter so lieber, als wenn es total heiß ist. Ne? Das mag ich eigentlich gar nicht. Das finde ich einfach zu anstrengend. Auf jeden Fall, meine Tochter ist alleine zu Hause und jetzt im Moment und sie macht dann eine Fertiglasagne schnell fertig für sich. Und ja, dann kann ich ein bisschen gehen hier. Und mein Mann ist bei der Arbeit den ganzen Tag und unser Sohn hat einen Ferienjob im Moment, ist auch den ganzen Tag weg und ja, so kann ich dann ein bisschen mehr Zeit hier für den Hund verbringen. Lotti, nicht überall schnüffeln. Komm jetzt, komm. Stehen bleiben, Gras fressen, also dieser Hund. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Woche hier das hier angeschafft, online bestellt. Ich meine, es kommt tatsächlich aus Amerika. Und zwar ist es ein Antibell Halsband, ja, tatsächlich. Der Hund kriegt keinen Stromschlag oder sowas davon, keine Sorge. Nein, das ist tatsächlich, man kann es einstellen, entweder dass es nur piepst, wenn der Hund bellt, oder es ist irgendwie so ein Ultraschall oder ein Schall, irgendwie so, wenn der Hund bellt. Und ja, das funktioniert so ein bisschen. Ne? Also unser Hund bellt einfach enorm viel. Und einige sagen vielleicht, ja, Tierquälerei, wenn man jetzt sowas macht, ne? Aber letztendlich hat sie uns 7 Jahre lang jetzt so richtig terrorisiert. Also wir sind teilweise fertig mit den Nerven. Sie bellt und bellt, das ist so ein Dackelmischling. Sie sieht das als ihre Aufgabe, den ganzen Tag von morgens bis abends zu bellen. Abends ist sie tatsächlich ruhig, wenn wir praktisch zur Ruhe kommen. Sie möchte, glaube ich, einfach so ihre Herde zusammen haben, irgendwie so eine Zusammenhalten. Und wenn wir halt machen und tun und der eine geht, der andere kommt und so weiter, die ist einfach unruhig und ja. Man soll ja ein Bellen eigentlich nicht unterdrücken, aber ich sehe wirklich keine andere Möglichkeit im Moment. Und das hilft tatsächlich ein bisschen. Guck mal, ist das nicht schön? Also wunderschön im Sommer, ne? Also ja, sogar der Mais hier, also der ist riesig, der ist hoch geworden, ne? Aber ja, ist auch schön. Ich hoffe, dass das Windgeräusch nicht ganz so stark ist. Ich hoffe, dass ihr mich hört. Ja, ich dachte, ich bespreche auch das Thema Botox und Co. Ja, ich wollte ja, was heißt wollte, ich muss mal gucken, ob es gut ankommt und so weiter, ne? Aber ich dachte so, dass ich einmal pro Woche einfach so ein Talk-Video hochlade. Und das wäre dann halt ein Talk-Thema, ne? Mit Botox und Fillers und ja, Lifting und so. Wie soll man dazu stehen? Muss es vielleicht, muss es schwarz oder weiß sein?
Muss man für oder gegen sein? Ich weiß es nicht. Ne? Ihr könnt mir ja schreiben. Ne? Seid ihr für oder seid ihr gegen? Ich muss sagen, das hat sicherlich auch so ein bisschen mit der jugendlichen Arroganz zu tun, was ich im letzten Talk-Video angesprochen habe, dass man denkt halt, wenn man jünger ist, so, na, um Gottes Willen, ich würde nie Botox machen, ich würde nie Fillers machen und so weiter. Und dann kommt man natürlich in einem Alter, wo man merkt, das Gesicht verändert sich und ja, nicht immer vorteilhaft, sagen wir mal. Ne? Also ich habe bis jetzt nie was machen lassen. Und wie ihr wisst, ich bin ja halt der natürliche Typ und das ist bei mir dann eher Wildwuchs, sagen wir mal. Ich würde es so vergleichen, das ist vielleicht ein doofer Vergleich, aber sagen wir mal, wenn man irgendwas mit Fillers macht oder Botox und so weiter, dann ist es so eine Art Gärtnern, sag ich. Ne? Also man kultiviert praktisch so ein bisschen. Ne? Man ja, macht sich zurecht irgendwie so, ne? Damit es besser passt und so. Und ja, ich möchte hier jetzt gar nichts versprechen, dass ich das nie machen lassen werde. So wie es jetzt aussieht, möchte ich das nicht machen. Man muss auch das nötige Kleingeld dafür haben und so weiter. Und zum Beispiel Mama Co. hat ja ganz offen ein Video darüber gemacht. Ich meine sogar, dass sie ein bisschen gezeigt hat, dass es gemacht wurde bei ihr. Sie wollte halt die Zornesfalten hier weghaben oder halt so ein bisschen lindern. Und also ich habe da, sagen wir mal, ja, volles Verständnis. Ich finde, sie sieht super aus, mit oder ohne Botox. Aber ich kann sie auch verstehen, dass das ist ihr Beruf. Sie macht Make-up-Videos und sie möchte halt, ja, einfach nur schick aussehen, ne? Und ja, da ärgert man sich halt, ne? Wenn man dann irgendwelche Falten sieht, die total markant sind, ne? Wie gesagt, ich fand, also es ist mir nie aufgefallen, dass sie starke Zornesfalten gehabt hat, ne? Von daher, mir wäre das egal, sagen wir mal, ne? Aber wenn sie damit glücklich ist, warum nicht, ne? Wie gesagt, ich verstehe auch die YouTuberinnen, die das machen, weil man wirklich, man sieht sich selber im Bildschirm und zwar auch groß, ne? Wenn man schneidet und so und man sieht dann wirklich jede Macke, ne? Und das ärgert einen zum Schluss, ne? So kann man, glaube ich, ein bisschen abhängig oder halt so ein bisschen süchtig davon werden, ne? Dass man dann denkt, ja, nee, das ist nicht gut, nee, das muss ich geändert haben und so weiter, ne? Und dann nach ein paar Jahren, da sind die Fillers abgebaut, dann muss man wieder neue machen lassen. Und ich weiß auch nicht, ob solche Sachen eventuell auch die Haut einfach so ein bisschen ausleiern, damit, wenn man dann gar nichts mehr drin hat, dass man wirklich immer wieder auffüllen muss, ne, damit es ordentlich aussieht, so ungefähr. Ne? Und wie gesagt, da habe ich keine Erfahrung. Ne? Das sind einfach so mein Bedenken. Und reden wir es nicht schön, Botox ist ein Nervengift. Ne? Es ist Fakt. Man sagt ja halt, ne, es bleibt praktisch da, lokal, wo es eingespritzt wurde, aber irgendwie muss es ja auch irgendwie abgebaut werden vom Körper. Ne? Also ganz geheuer ist es mir nicht. Andererseits, klar, wir trinken alle, oder ich zumindest, ein bisschen Rotwein ab und zu, ein Gläschen. Ne? Das ist im Grunde auch eine Art Nervengift. Ne? Alkohol ist ein Nervengift. Also von daher, man kann es so oder so sehen. Ich denke, das ist im Moment vielleicht so eine Art Übergangszeit. Ja, der Hund jammert, ich gehe weiter. Es ist eine Übergangszeit jetzt, wenn man vielleicht etwas unzufrieden ist und so. Ne? Aber wenn man einmal anfängt, dann glaube ich, ist es ganz schwer, wieder damit aufzuhören. Ne? Und ich sehe immer die schwedische Königin so ein bisschen als Beispiel. Ne? Ich will sie gar nicht schlecht reden, sie ist wunderschön. Sie war als junge Frau wunderschön und sie möchte das natürlich beibehalten oder sie möchte ja praktisch immer und ewig, für immer und ewig schön sein. Ne? Und man sieht ja wirklich, dass sie hier und da was machen lassen hat. Und das ist irgendwie nichts mehr Echtes an ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist super nett und sie macht ihren Job wunderbar, sehr gut. Aber die Frage ist, ob man wirklich so eitel sein muss. Ne? Wie gesagt, ich glaube, wenn man einmal anfängt, dann geht es einfach weiter. Könnte so werden.
Also eine Sache ist sehr interessant, finde ich, zum Beispiel Lasern. Das ist ja eine Art Gesichtsbehandlung, so sehe ich das eher. Ne? Also ich habe eine Bekannte, die ist so um die 70 und die ja, macht das regelmäßig und sie hat eine ganz tolle Haut. Ich habe sie allerdings auch gesehen nach der Behandlung und das ist nicht ohne. Ne? Sie ist so geschwollen und lila und orange und grün und was weiß ich im Gesicht. Ne? Es ist wirklich der Hammer. Also von daher, das muss man dann vorher wissen, ob man das machen möchte. Und dann gibt es ja halt, ich weiß jetzt nicht, wie es offiziell heißt, aber ich nenne das Microneedling, also wirklich professionell, wo man zum Beispiel hier die Augenlider schaffen kann. Das ist eigentlich, finde ich, eine interessante Sache. Und sowas würde ich lieber machen als Botox. Was auch sehr interessant ist, ist ja dieser Fadenlifting. Ich weiß nicht, ob es sich so nennt, ne? Aber man hat dann halt irgendwie innerlich so einen Faden hier, was so ein bisschen alles strafft. Und das soll wohl auch nicht die Haut so ausleiern oder dass man halt abhängig davon wird, sondern man das unterstützt einfach so. Ne? Auch wenn die Fäden werden praktisch abgebaut vom Körper. Und wenn die abgebaut sind, dann ist die Haut noch ein bisschen fester davon. Das ist praktisch als so eine Art Korsette praktisch, die tatsächlich so ein bisschen bleibt, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Ich kann mal ein Foto einblenden von einer anderen Königlichen aus Schweden. Die habe ich immer bewundert. Ich habe ja gerade über Königin Silvia gesprochen und ich habe aber ein weiteres Beispiel von einer Frau, die, soweit ich weiß, nie was machen lassen hat. Und ich fand sie immer wunderschön. Und zwar war das die Prinzessin Lilian. Die lebt nicht mehr. Was ist jetzt, Lotti? Ist am Knurren. Sie lebt nicht mehr. Aber ja, sie ist uralt geworden und ja, hat immer zu ihren grauen Haaren gestanden und hatte so feine, schöne Gesichtszüge. Aber soweit ich weiß, ja, hat sie nie was gemacht. Das war auch nicht das Zeitalter. Halt von einer anderen Generation, wo sowas halt überhaupt nicht üblich war. Und wie gesagt, das ist ja jetzt das Zeitalter. Ne? Wir sind ja Kinder unserer Zeit. Ne? Und naja, das wollte ich auf jeden Fall einfach nur kurz mal zeigen. Guck mal, da roden unsere Kinder im Winter. Das ist so ein, ja, der Hügel sieht ganz klein aus, aber der ist riesig. Und da macht praktisch der Bauer den Zaun da unten weg im Winter und dann wird er gerodelt. Das ist ja so eine Vorstufe von Sauerland tatsächlich hier. Ne? Also hier fängt es ja ganz langsam und ganz klein an, wenn man so will. Von daher, das hat ja sehr viel mit Selbstsicherheit zu tun, ne? Dass man einfach zu sich selber steht, dass man sagt, hier bin ich, es ist gut so, wie es ist und ich bin auch stolz auf mich selber, dass, ja, ich habe zwei wundervolle Kinder zur Welt gebracht, es kommt ein Zug hier, einen Moment. Ein Schnellzug, das ging schnell. Was wollte ich sagen? Und wie gesagt, die paar Falten oder ja, die Hautalterung, ne, das ist ja einfach nebensächlich irgendwie. Und jede Falte, das macht einfach Charakter. Ne? Ich habe zum Beispiel, stören mich ja total meine Nasolabialfalten, die werden immer markanter. Aber die habe ich im Grunde tatsächlich nach dem ersten Kind bekommen, mit 30. Auf einmal hatte ich die Nasolabialfalten und von daher, das ist so eine schöne Erinnerung an meine erste Schwangerschaft und so weiter. Und klar, es ist eine Alterung halt. Ne? Das waren schlaflose Nächte und die Schwangerschaft ist natürlich auch immer eine Strapaze für den Körper und. Ne? Aber wie gesagt, das bin ich. Und ich habe jetzt zum Beispiel diese Youth Patches, habe ich ja ein paar Mal von gesprochen, die ich auch verlost habe. Die kann man ja auch an der Nasolabialfalte auftragen und das mache ich dann ab und zu. Und das ist dann so eine Art Plastikstreifen halt. Ne? Und dadurch verschwinden praktisch optisch gesehen, wenn ich die auftrage, die Nasolabialfalte. Natürlich ist sie unten drunter, ne? Aber das ist so geglättet. Und wenn ich mich da im Spiegel sehe, dann denke ich so, das bin nicht ich. Ne? Also ich ohne Nasolabialfalte, nein. Also nein, nein. (lacht)
Aber wie gesagt, ihr könnt mir schreiben, was ihr davon haltet, von Botox und Co. Ne? Also ich finde schon, das muss ja nicht schwarz oder weiß sein, aber bitte keine militanten Ansichten hier, weil, wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir sind alle Schwestern, also ich finde, wenn jemand das machen möchte, dann soll er das machen. Und ja, aber und ich bin halt ein bisschen skeptisch, aber ich schließe das nicht aus für mich. Und solange es natürlich aussieht, denke ich, ist es ja auch kein Thema. Ne? Aber ich blende mal ein Bild ein, das finde ich total witzig, habe ich irgendwo mal gesehen und dann einen Screenshot gemacht, weil ich fand das total, ja, witzig halt. Ne? Das ist so unser Zeitalter, ne? Ich meine, es gibt ja auch 25-Jährige, die schon anfangen, irgendwie Botox zu spritzen. Und ja, nee, das finde ich ist No-Go. Lottika? So, ich bin gleich wieder zu Hause. 7 Kilometer tatsächlich geschafft. Ich bin etwas erschöpft, muss ich sagen. Ich habe Hunger. Jetzt gibt es Mittagessen. So, jetzt bin ich wieder drin. Ich habe gegessen und ja, ich hoffe, es ist was draußen geworden hier beim Drehen, weil es war so windig und ja, eventuell muss ich alles noch einmal drehen oder ein paar Sachen dazufügen. Wer weiß, mal gucken, wenn ich das am Schneiden bin. Hier, das ist so eine kleine Neuigkeit von mir. Das habe ich im letzten Video auch gezeigt. Oder nee, gar nicht. Das Video ist noch nicht online gegangen. Aber wie gesagt, ich mische sehr oft einfach nur Lippenstift und Wollwachs. Und das wird dann so eine Art ja, Lipgloss. Finde ich super. Weil Lippenstift, also ich finde, die Farben sind oft wirklich total krass, so stark, ne? Intensiv. Und hier kriegt man so ein bisschen, ja, das wird mehr transparent halt. Ne? Und das ist im Grunde Hälfte Wollwachs, Hälfte Lippenstift. Das ist die Farbe Ruby Coral 38 von Lavera. Ich weiß nicht, ob es Limited Edition war. Ich habe das so geschickt bekommen. Ist eine nette Farbe. Jetzt ist das ein bisschen, weil ich das wirklich hier abgemacht habe, ne? für den Lipgloss. Aber ziemlich intensiv. Das ist so ein bisschen Terracotta. Ne? Und für mich irgendwie zu dunkel, aber einfach eine dünne Schicht von diesem Lipgloss, da finde ich, sieht es wirklich frisch aus. Ne? Das ist ein Tipp. Dann ist mir eingefallen, ich habe 2 Notizblöcke zugeschickt bekommen. Das hat wirklich riesen Spaß gemacht. Ich habe sie selber designt. Die sind vom Persönlicher Kalender, heißt die Firma. Das ist eine schwedische Firma ursprünglich, oder der Hauptsitz ist in Schweden. Und ja, Therese Lindgren, das ist ja die größte YouTuberin von Schweden, die spricht immer wieder von dieser Firma und sie arbeitet auch zusammen mit dieser Firma. Und ich dachte, ich frage mal die Firma, ob sie auch mit mir zusammenarbeiten wollen. Und tatsächlich, sie wollen sogar mit Klein Lena, Klein Lenchen zusammenarbeiten. Ich habe einen Gutschein für ja, entweder so ein oder mehrere Notizblöcke zu machen oder ein persönlicher Kalender. Also ein persönlicher Kalender heißt, man kann es dann so designen, wie man das möchte. Aber ich zeige erstmal die Notizblöcke, die ich habe. Man kann dann diese Vorderseite praktisch designen, so wie man das möchte. Es gibt so Standardsprüche auch da, die man sich aussuchen kann. Ich habe einfach hier gewählt, Today is a good day, und Lenas Notizbuch, ja. Und dann kann man hier auf der nächsten Seite auch so einen Spruch sich ausdenken. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich gehe davon aus, dass es ein Standardspruch war, was ich nicht geändert habe. Irgendwie kaufen, machen und erledigen, habe ich geschrieben. Komisch irgendwie, aber egal. Und dann verschiedene Blätter, weiße Blätter, graue Blätter oder je nach Abteilung praktisch so, wie man das vielleicht das aufteilen möchte. Also das ist einmal in klein und dann habe ich in groß. Das war auch so ein Standardspruch. Dream, Plan, Do, finde ich ein netter Spruch. Und Swedish Mom, also dieses kleines Büchlein habe ich vor, praktisch für meinen Kanal zu verwenden. Sachen, also Projekte und so weiter. Hier habe ich tatsächlich, das weiß ich noch, dass ich geschrieben habe, Swedish Mom, Projekte, Gedanken und Ideen. Finde ich ja ganz nett. Und dann praktisch verschiedene Arten von Papier hier, verschiedene Abteilungen, mal weiß, mal grau. Und ganz nett, weil ich dachte, jetzt in diesem Moment kommt ein Kalender vielleicht nicht unbedingt in Frage, so mitten im Jahr. Ich habe nämlich einen Gutscheincode, also meldet euch in die Kommentare, einfach Bescheid sagen, dass ihr gerne gewinnen wollt. Und dann hat man also die Chance, einen Gutschein für 43,90 € zu gewinnen. Das ist gar nicht so schlecht. Also das entspricht in etwa diese 2 Notizblöcke, also einmal groß, einmal klein. Oder halt ja, ein Kalender und noch ein
kleinen Kleinigkeiten, aber so teuer sind sie meistens nicht, die Kalender. Aber das gilt auch bis am 30. oder bis zum 30. November. Von daher hat man ja eine längere Zeit, wenn man praktisch etwas Neues für das nächste Jahr einen Kalender dann praktisch bestellen möchte. Von daher denke ich, ist das gar nicht so schlecht. Meldet euch bitte, wenn ihr Lust habt natürlich, dann habt ihr eine Chance auf einen Kalender oder Notizblöcke. Ich beende diesen Vlog oder was auch immer, was es ist, auf jeden Fall ein kleiner Gruß von mir und schön, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Ich glaube, ich bin ziemlich überbelichtet, kann das sein? Ja, auf jeden Fall, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!